Willkommen zur letzten Sendung in der ersten Woche des Jahres 2016. Heute gab es die Non-Farm Payrolls aus den USA und die waren ja fast schon erwartet gut. Sie waren aber noch über den Erwartungen gut. Wie wir in den Daten sehen werden, der US-Arbeitsmarkt ist wirklich in einem dynamischen Wachstum. Das kann man nicht anders sagen. 292.000 neue Stellen im Non-Farm-Bereich, das konnte man so nicht erwarten. Arbeitslosenquote weiter bei 5,0%. Die USA also nahe der Vollbeschäftigung. Ansonsten gab es heute auch noch ein paar andere Daten, zum Beispiel auch gute Arbeitsmarktdaten aus Kanada. Es fällt allerdings auch etwas auf, sowohl in den USA als auch in Kanada. Nämlich, dass wir zwar einen starken Stellenzuwachs haben, aber auf der anderen Seite kaum Lohnwachstum, was dafür spricht, dass die meisten neuen Stellen offenbar im gering bezahlten Bereich entstehen. In Kanada fiel dazu noch auf, dass die Vollzeitstellen weniger geworden sind, dafür Teilzeitstellen deutlich zugenommen haben. Das spricht alles nicht so sehr dafür, dass sich auch eben für die normale Bevölkerung mit diesem Arbeitsplatzaufbau etwas Entscheidendes bewegt. Und das hat dann wiederum auch zur Folge, dass eben das Konsumverhalten nicht so wirklich anspringt. Das haben wir ja in den letzten Wochen schon öfter gesehen, dass eben dann die Einzelhandelsumsätze und eben auch die Verbraucherpreise einfach nicht anziehen, weil einfach in den Haushalten eben doch nicht so viel Geld da ist. Aus Deutschland gab es die Industrieproduktion, die wieder sehr stark enttäuschte, den Markt aber heute nicht wirklich beeindruckte. Und die Exportzahlen aus Deutschland sind auch nicht so gestiegen, wie man das erwartet hatte. Dadurch die Handelsbilanz unter 20 Milliarden Euro gefallen. In der Schweiz gab es die Verbraucherpreise. Nun ja, minus 0,4% ist man ja aus der Schweiz schon fast gewöhnt, dass man da es mit Deflation zu tun hat. Und ganz unten hätte ich eigentlich noch rot machen müssen. Baugenehmigungen aus Kanada, minus 19,6%. Hat an den Märkten heute aber alles nicht so die ganz große Rolle gespielt. Wobei der Schweizer Franken hat dann heute schon nachgegeben. Das werden wir nachher dann auch noch sehen. Was gab es heute ansonsten noch? Die Märkte in China haben sich einigermaßen stabilisiert, deswegen heute nicht die Headline. Es gab also heute aus Asien eigentlich ganz positive Vorgaben, die die Märkte am Anfang auch genutzt haben, wie wir dann gleich in den Charts sehen werden, aber nicht auf längere Sicht. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt groß. Dann gab es heute in der letzten Nacht die Minutes der Bank of Japan, also das Gesprächsprotokoll der vorletzten Zinssitzung. Da gab es Uneinigkeit über die im Dezember beschlossenen weiteren Lockerungsmaßnahmen. Mindestens ein Mitglied soll davor gewarnt haben, dass die beschlossenen Maßnahmen eventuell ein Eigentor werden könnten, was immer das bedeutet. Also das ist doch ziemlich umstritten, dass Bank of Japan versucht, mit immer neuen liquiden Mitteln letztendlich irgendwie die Inflation in Gang zu bringen, und die japanische Wirtschaft so richtig gelingen scheint das nicht, denn die Frühindikatoren in Japan sind auf ein 4-Monats-Tief gefallen und auch in Japan stagnieren die Durchschnittslöhne. Schweizer Nationalbank übrigens, um nochmal zur Schweiz zurückzukommen, die hat 2015 einen Rekordverlust von 23 Milliarden Schweizer Franken gemacht. Das ist in der Geschichte der Schweizer Nationalbank noch nie vorgekommen. Begründet wird das Ganze mit der Aufhebung der Kopplung an den Euro des Schweizer Franken. Ob das wirklich der wahre Grund ist? Nun ja, das ist also sozusagen dann ja im Prinzip auch ein Eigentor gewesen, denn eigentlich hatte ja die Schweizer Nationalbank die Kopplung aufgegeben, weil diese ganze Aktion zu teuer geworden ist. Offenbar ist es jetzt noch teurer geworden. Das ist ja auch schon mal eine sehr spannende Ansage. Gehen wir mal rein in die Charts. Das hier ist der S&P und da sehen wir schon, dass wir gestern Abend ja nochmal ordentlich gefallen sind und dann eben im Laufe der Nacht doch zulegen konnten und heute immerhin bis zu 1970 Punkte gestiegen sind. Am Nachmittag dann mit den guten Non-Farm Payrolls erstmal ein Ausschlag Richtung Norden, aber die Wolke hat standgehalten und dann ging es Richtung Süden. Warum ist das so? Es ist ganz einfach zu erklären. Die starken Arbeitsmarktdaten werden natürlich die Fed eher bestärken, die Zinsen weiter anzuheben. Und das ist wiederum dann nicht so gut für die Wirtschaft, wenn dann eben die Märkte
langsam von der Liquidität ausgetrocknet werden, wobei, bis es soweit ist, ist ja dann doch noch ein weiterer Weg. Hier sehen wir den Daily Chart. Wir sehen, dass wir hier bei 1935 Punkten ein bisschen Unterstützung gefunden haben, aber es kann noch durchaus tiefer gehen. Auch unter 1900 Punkte ist durchaus möglich. Es ist ein bisschen schwierig hier im S&P die Unterstützung und Widerstände zu finden, weil der Index ziemlich volatil ist, genauso wie im Übrigen auch der Dow Jones, aber nicht ganz so dramatisch. Hier sieht man, ist es ein bisschen übersichtlicher. Wir haben so ungefähr bei 16.465 Punkten, 16.500 herum Unterstützung auf jeden Fall, aber auch hier sieht das Ganze jetzt nicht wirklich sehr optimistisch aus. Wir sind gestern ja schon mal durch die Wolke durchgebrochen hier im Daily Chart. Und es sieht so aus, als ob es durchaus auch Möglichkeiten gibt, noch unter die 16.000 zu fallen. Das sieht alles insgesamt eher nicht sehr bullisch aus. Das gilt dann natürlich auch für den DAX, der heute mal versucht hat, an der 10.100 anzuklopfen. Und da sehen wir schon rechts vom Kurs, dass da eben auch die Oberkante der Wolke zurzeit liegen würde. Da müssten wir also eigentlich drüber kommen und da sind wir klassisch abgeprallt. Wir sind also auch, die 10.100 hat auch schon mal als Unterstützung gehalten, 10.100 bis 10.120 so. Und auch als heute die Märkte sich erst einmal über die starken Non-Farm-Payrolls gefreut haben, da sehen wir da so einen kleinen Docht, der da mal kurz angekratzt hat, aber mehr ist dann eben nicht passiert. Danach ging es wieder Richtung Süden und die 9.800 dürfte jetzt erst einmal eine Unterstützung sein, bevor dann die 9.725 kommt. Das, was wir hier dann nochmal im Daily sehr schön sehen, da haben wir dann die Ecke, die Spitze da unten an der Wolke. Die dürfte dann also so bei 9.750 Punkten, ist das genau, nochmal ein bisschen Unterstützung bieten. Aber die 9.300, die ist eben auch nicht vom Tisch. Es sieht zurzeit eher bärisch aus, das ganze Szenario, das muss man ganz klar so sagen. Ob das natürlich am Montag dann auch noch so gespielt wird, muss man mal abwarten. Morgen gibt es in China noch die Verbraucherpreise. Das wird sicherlich auch eine sehr spannende Woche. Ansonsten nächste Woche gibt es dann auch Quartalszahlen. Und es gibt in der nächsten Woche auch viele Wirtschaftsdaten aus den USA, die sehr interessant werden könnten. Wir schauen auf die Währungspaare. Euro-US-Dollar hat heute überraschenderweise deutlich zugelegt, nachdem er nach der Veröffentlichung der Non-Farm-Payrolls erst einmal bis fast 1,08 gefallen ist. Gab es dann eine Kehrtwende und am Ende hat die 1,0840 sogar gehalten und wir sind über die 1,09 gestiegen. Auf der anderen Seite haben wir auf der Oberseite sicherlich auf alle Fälle Widerstand bei 1,099 und da müssen wir natürlich auch erst einmal wieder hin. Das ist also das Ziel der Bullen. Die Bären, die sehen zurzeit nicht ganz so gut aus. Wir bleiben über der Wolke und das ist erst einmal kein bullisches Zeichen. Auf der anderen Seite haben wir allerdings den Tenkan hier schwer zu sehen unter dem Kijun liegen und das könnte zeigen, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, dass wir die Wolke durchbrechen und doch Richtung Süden gehen, wäre eigentlich logischer, wenn wir die Zinserhöhungskarte durch die Fed weiterspielen wollen. Euro, britisches Pfund, bricht heute die 0,7490. Euro also heute wieder sehr stark. Damit sind wir dann also auch hier am Doppeltop fast drüber, hier bei der 0,7490 bis 0,75. Kommen wir da drüber, dann wäre das nächste Ziel 0,76 und da drüber 0,77. Die runden Marken könnten die nächsten Widerstände werden. Ein bisschen überraschend ist das Ganze trotzdem, denn die EZB wird sicherlich weiter lockere Geldpolitik spielen in den nächsten Wochen und Monaten, während die Bank of England sich ja langsam aber sicher auf eine Zinserhöhung vorbereitet. Nächste Woche gibt es eine neue Zinsentscheidung bei der Bank of England. Das hier ist Euro-Schweizer Franken. Wir sehen, dass nach der Veröffentlichung der schwachen Verbraucherpreise aus der Schweiz erst einmal Euro-Schweizer Franken auch heute Richtung Norden gelaufen ist, bis zu 1,0885. Da haben wir Widerstand gefunden und dann ging es genauso schnell wieder zurück. Unterstützung so im Bereich bei 1,0825 und dann bei der runden 1,08. US-Dollar, kanadischer Dollar haben wir hier.
Das ging heute auch sehr volatil zu. Es war am Ende dann doch eine Angelegenheit, wo der US-Dollar dann eben überlegen ist. Klar, die kanadischen Daten waren vor allem, was die Baugenehmigungen betrifft, nicht wirklich gut. Und so stoßen wir wieder an der 1,4150 an. Kämen wir dann mal drüber, dann sehen wir im Daily Chart die 1,4425 als nächstes Ziel. Schauen wir auch auf den US-Dollar, japanischen Yen. Der hat heute auch versucht, nach oben auszubrechen, aber die 1,1875 hat dann eben doch gehalten. Und so ging es wieder Richtung Süden. Und wir sind jetzt wieder hier bei der 117, 20 so. Da haben wir also Unterstützung und bricht die dann, es bleibt auch weiterhin die 116 eines der Ziele und bei 113 haben wir dann so eine Wolkenstufe drin, die könnte dann eben, oder 113,50 ist das, die könnte dann auch noch eine Unterstützung werden. Etwas tiefer dann so im Bereich 112,25 sehen wir übrigens auch noch ein Gap, das könnte auch noch geschlossen werden können. Das wäre alles kein gutes Zeichen für die Aktienmärkte, denn der Yen wird zurzeit eben als sicherer Hafen gesucht. Euro-japanischer Yen hat sich ein bisschen besser gehalten, kam aber dann auch über die 120,75 nicht drüber weg. Drehte dann wieder Richtung Süden. Sieht nicht ganz so dramatisch aus, aber bleibt die Verunsicherung an den Märkten bestehen, dann wird eben der sichere Hafen Yen weiter gesucht werden und das würde dann auch für Euro-japanischer Yen bedeuten, dass es eher weiter Richtung Süden geht. US-Dollar chinesischer Yuan wollen wir uns auch mal anschauen. Der war heute mit ein Grund dafür, dass sich die asiatischen Märkte beruhigt haben. Es gab also ein bisschen Volatilität zwar, aber insgesamt ging es doch ein bisschen seitwärts. Also sogar ein bisschen hat sich der Yuan erholt und das wurde dann eben auch an den Aktienmärkten durchaus honoriert. Schauen wir in die Rohstoffe, US-Leichtöl, also WTI. Konnte heute durchaus erst einmal auf der Oberseite punkten, ist bis 34,25 gekommen. Ich habe mal ein paar rote Pfeile da an diese Linie gemacht. Wir hatten also schon mal im Dezember, kurz vor Weihnachten, das Ganze als gute Unterstützung. Und heute war es eben ein guter Widerstand. Also diese 34,25, die könnte uns eine Weile beschäftigen, jetzt eben dann als Widerstand. Inzwischen sind wir aber wieder runtergerutscht Richtung 32,70. So, und wenn wir in den Monatschart schauen, dann sehen wir eben, das hatten wir nochmal so als Unterstützung gesehen. Noch eine Unterstützung habe ich gefunden bei 28, 45, 40 so. Und dann gibt es eben noch die 24-Dollar-Marke. Ja, fallen wir so weit. Heute und morgen wahrscheinlich nicht mehr, aber es ist durchaus denkbar, Öl weiterhin extrem schwach. Gold hingegen hat heute auch ein bisschen Volatilität gezeigt, ist erst einmal zurückgekommen heute Vormittag bis 1095 Dollar so. Da haben wir dann Unterstützung gefunden. Später dann, als die Non-Farm-Payrolls kamen und die Angst vor der Zinserhöhung der Fed wieder die Runde machte, da ging es sogar mal kurz bis 1092 Dollar, aber Gold konnte sich relativ schnell wieder erholen. Das zeigt eben auch die Unsicherheit im Markt und die Sehnsucht nach sicheren Häfen und da ist eben Gold gefragt. 1111 herum ist der nächste Widerstand. Bleibt uns noch ein Blick auf die nächste Woche. Erst einmal auf den Samstag, auf morgen. Da gibt es den Verbraucherpreisindex und den Erzeugerpreisindex aus China. Das wird schon mal sicherlich nicht ganz uninteressant. Und am Montag ist dann Feiertag in Japan. Ansonsten gibt es die Baugenehmigung aus Neuseeland, des Sentix Investorenvertrauen aus der Eurozone und die Baubeginne aus Kanada. Wir beginnen also relativ entspannt. Wichtig dann am Mittwoch die Handelsbilanz aus China und das Beigebuch von der Fed sollte man auf alle Fälle auch mal betrachten. Am Donnerstag dann die Zinsentscheidung der Bank of Japan und das BIP aus Deutschland. Und am Freitag gibt es dann geballte Ladung Daten aus den USA mit den Einzelhandelsumsätzen, den Erzeugerpreisen und vor allem auch der Konsumstimmung der Uni Michigan. Und das war's dann für diese Woche. Ich danke wie immer für die Aufmerksamkeit, wünsche ein wunderbares Wochenende und am Montagabend gibt es das nächste Video, vorher schon im Blog und bei eToro auf der Wahl, auf der Wall. Meine Einschätzung zu dem, was gerade so passiert. In diesem Sinne, wunderbares Wochenende.